Herzlich willkommen. Neue Folge Time for Prince. Amanda Behrendt, Ben Hammer. Nee, wir machen aber jetzt hier nicht gleichzeitig. Doch, wir machen jetzt gleichzeitig. Kerem Bakir wird das nächste Video. So, Absender Daniel Boberg würde ich jetzt mal vermuten. Du hast eine schöne Kamera gemalt. Kann sich nur um Stunden handeln. Das ist aber hier blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also, lieber Daniel, was ist denn hier drin? Zwei Fotos hast du uns, nur zwei Fotos geschickt, tatsächlich. Geil, Qualität statt Quantität. Fotos. Ja. Also, wir haben zweimal Daniel Boberg oder Barberg oder ist da noch mehr drin? Nee. Lass das mal hier liegen. Ja. Schön. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, nichts. Dann machen wir die nächsten auf. Nee, Ben. Doch. Nein. Doch. Also. Das ist halt besser. Amanda überlegt sich jetzt was für dich. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist übrigens Frankfurt, ne? Nicht wenn du. Das ist wieder Köln. Schokoladenmuseum. Schokoladenmuseum. Nee. Ich sag dir einfach mal ganz kurz was zum ersten. Ich finde die, jetzt sage ich doch was zu beiden, ich finde die Bilder von der Idee her und von den Motiven schön. Hier mag ich besonders das Licht und diese morgendliche Stimmung und den einsamen Spaziergänger da. Aber es ist jetzt nichts, was uns vom Hocker haut, ne? Merkst du ja selber. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so viel, was ich dir dazu sagen soll. Die Bearbeitung ist schön, aber vielleicht braucht man ein bisschen was mehr einen Look ausmacht. Und ein bisschen, oder dann hilf mir doch mal. Nee, du hast vollkommen recht, das ist scheiße. Gefällt mir gar nicht, kann ich nicht so sagen. Das Bild ist ganz nett. Na, scheiße ist es doch nicht. Aber das ist halt schon 10-mal gesehen, hättest du noch 5 Bilder mehr. Ja, also es fehlt einfach zu wenig Material, um das beurteilen zu können. Wir müssten mehr sehen von dir. Genau, die Prints sind okay, aber das sind jetzt 2 Bilder. Also das finde ich ganz okay, wegen dem Grau-Grün, aber... Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Dafür seht ihr in der nächsten Folge, was Kerem Bakir uns geschickt hat.